Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung. Das ist die Fragestunde. Wo sind die Fragen? Oh, hier haben Sie. So, können wir jetzt? Wir können anfangen. Ich rufe auch die Frage 738, Herr Abgeordneter Eckert. Ich frage die Landesregierung, plant sie innerhalb der branchen- und technologieoffenen Förderprogramme die Förderung auf reine Spielentwicklung im Computer- und Videospielbereich hessischer Unternehmen, in Klammern sogenannte Inhaltsförderung, zu erweitern? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, Hessen ist bereits ein gut funktionierender Kreativstandort, besonders im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in und um Kassel und in Mittelhessen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt in Hessen rund 120.000 Menschen und ist ein bedeutender Wachstumsmarkt. Unser Ziel ist es, dass Hessen noch mehr als Kreativstandort wahrgenommen wird. Die Fördermittel in 2017 haben wir verdoppelt auf 400.000 Euro. Und um die Kreativwirtschaft insgesamt und den umsatz- und wachstumsstärksten Teilmarkt, die Software- und Games-Industrie in Hessen, weiter zu stärken, prüfen wir derzeit, wie wir insbesondere die Entwicklung von Serious Games weiter unterstützen können. Serious Games sind Spieleanwendungen, die einen weiteren Zweck neben dem Spielen verfolgen. Das können beispielsweise Lehrangebote sein, aber auch medizinische Reha-Maßnahmen, um etwa nach einer Handoperation die Beweglichkeit wieder zu verbessern. So ist es möglich, Spielesoftware auch in anderen Wirtschaftsbereichen einzusetzen, etwa in der Gesundheits- oder der Automobilbranche. Alles Weitere dann im Rahmen der Haushaltsberatung 2018. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Sie haben gesagt, Sie sind im Moment am Prüfen. Das heißt, die Zielrichtung ist aber, dass Sie es öffnen als Förderprodukt in dieser Form, wie sie eben auch schon in meiner Fragestellung angesprochen wurde. Herr Staatsminister Al-Wazir. Wie gesagt, wir prüfen das derzeit. Wir würden es nicht prüfen, wenn wir es für Quatsch halten würden. Die spannende Frage ist, ganz banal, gibt es zusätzliches Geld? Das, wie gesagt, im Rahmen der Haushaltsberatung 2018 werden wir diese Frage beantworten müssen. Wenn es kein zusätzliches Geld gibt, müsste die Frage beantwortet werden, was wir stattdessen nicht mehr fördern. Und das genau ist der Prüfprozess. Frage 741, Frau Kollegin Arnold. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die vom Bundeskabinett beschlossene Lizenzschranke gegen Steuergestaltung internationaler Konzerne? Frau Staatssekretärin. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Arnold, ich beantworte die Frage wie folgt. Die Landesregierung bewertet den Gesetzentwurf der Bundesregierung als einen wichtigen und notwendigen Baustein im Kampf gegen Gewinnverlagerung und Steuergestaltung. Immaterielle Wirtschaftsgüter wie Patente, Lizenzen, Konzessionen oder Markenrechte lassen sich besonders einfach auf andere Rechtsträger bzw. über Staatsgrenzen hinweg übertragen. Sie eignen sich daher besonders für Steuergestaltung international operierender Unternehmen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Staaten in Europa besondere Steuerregelungen geschaffen haben. Das sind die sogenannten Patent- oder Lizenzboxen, die es den Unternehmen ermöglichen, Lizenzeinnahmen besonders niedrig zu besteuern. So werden Lizenzeinkünfte in den Niederlanden nur mit 5%, in Irland mit 6,5% und in Großbritannien mit 10% besteuert. Zwar hat sich die OECD im Rahmen des BEPS-Projekts auf eine Einschränkung dieser sogenannten Patent- und Lizenzboxen geeinigt. Diese internationale Einigung war jedoch nur möglich, indem man den bestehenden Vergünstigungen einen Bestandsschutz bis Juni 2021 gewährt hat. Die Hessische Landesregierung hat schon unmittelbar nach der OECD-Einigung darauf hingewiesen, dass diese großzügigen Übergangsregelungen einen wirksamen und schnellen Erfolg gegen Gewinnverlagerungen mithilfe von Lizenzzahlungen verhindern
und es daher ergänzender nationaler Abwehrmaßnahmen bedarf. Und in beharrlicher Überzeugungsarbeit ist es Hessen gelungen, den Bund und die Länder von der Notwendigkeit einer sogenannten nationalen Lizenzschranke zu überzeugen. Das Ergebnis ist der nun von der Bundesregierung beschlossene Gesetzesentwurf. Er folgt dabei einem von Hessen maßgeblich mitentwickelten Konzept. Um der Niedrigbesteuerung von Lizenzeinkünften entgegenzuwirken, sieht der Gesetzentwurf ein Teilbetriebsausgabenabzugsverbot für Lizenzaufwendungen vor. Werden im Empfängerland die korrespondierenden Einnahmen niedrig besteuert, und das bedeutet weniger als 25%, so sind die inländischen Betriebsausgaben anteilig nicht abzugsfähig. Die Höhe des nicht abzugsfähigen Anteils richtet sich nach der Höhe der Steuerbelastung im Empfängerstaat. Im Ergebnis wird staatenübergreifend eine Steuerbelastung von 25% damit sichergestellt. Ich darf an dieser Stelle sagen und möchte nicht verschweigen, dass wir uns hinsichtlich des Anwendungsbereichs des Gesetzentwurfs einen breiteren Ansatz gewünscht hätten. So sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung Ausnahmen für Lizenzzahlungen vor, die in sogenannten nexuskonforme Präsenzregime fließen und damit der OECD-Empfehlung im Rahmen des BEPS-Projekts entsprechen. Bisher haben wir keine Erfahrung mit solchen Systemen. Wir werden die Entwicklung genau beobachten, und wir müssen auch dann gegebenenfalls nachsteuern. Danke schön. Ich rufe auf die Frage. Darf ich dann kurz Herrn Schaus bitten, dass die Kollegin weggeht? Ich sehe überhaupt nichts. Jetzt sehe ich den Herrn Kollegen Kummer. Sie haben das Wort zur Frage. Ja, Frau Staatssekretärin, Sie sprachen davon, dass die Lizenzschranke ein Baustein sei. Welche sind denn die anderen Bausteine zur Vermeidung von Steuerverlagerungen? Frau Staatssekretärin. Herr Kollege Kummer, Sie wissen, dass es mehrere Maßnahmen gibt, die in Rede stehen. Aber das ist die aktuelle, die ich hier ausgeführt habe. Und es würde jetzt zu weit führen, wenn ich alle Maßnahmen, die CO2-Länder sich gegeben haben, hier benennen würde. Ich glaube, das kann man noch einmal in einer eigenen Frage dann bewerten. Mir ging es darum, jetzt an diesem Punkt die Bewertung auch Ihnen mitgeben zu dürfen. Zusatzfrage, Herr Kollege Schmidt. Hat die Landesregierung eine entsprechende Bundesratsinitiative ergriffen, um die Bereiche in die Diskussion oder ins Verfahren zu bringen, die Sie eben angesprochen haben, von denen Sie gesprochen haben, dass die zu umfangreich sind, um sie jetzt hier darzustellen? Frau Staatssekretärin. Diese Regelung, die ich gerade vorgetragen habe, ist ganz neu. Und es ist das, was wir auf den Weg bringen können. Aber ich hatte ja am Ausgang meiner Beantwortung noch einmal dargestellt, dass es in diesem Bereich auch der Beobachtung bedarf. Und dann muss man gegebenenfalls auch auf Gesetzesebene nachsteuern. Ich rufe auf die Frage 742, Frau Abgeordnete Hartmann. Ich frage die Landesregierung, plant sie die Anerkennungsprämie, die Mitglieder von Feuerwehren als symbolische Würdigung für aktive, pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen für 10-, 20-, 30- und 40-jährige Tätigkeit erhalten, auch auf weitere ehrenamtlich Tätige wie Mitglieder von Rettungsdiensten auszuweiten? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, eine Ausweitung der Anerkennungsprämie, wie Sie sie eben geschildert haben, auf weitere ehrenamtlich Tätige, wie beispielsweise Mitglieder von Rettungsdiensten, ist derzeit nicht geplant. Frau Kollegin Hartmann, Zusatzfrage. Weshalb hält die Landesregierung eine solche Anerkennungsprämie für Rettungsdienste nicht für angemessen und plant dies nicht? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, wir stärken das ehrenamtliche Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen, beispielsweise in dem Bereich der Rettungsdienste, auch mit einer entsprechenden Anerkennung, indem wir eine Ehrenplakette für die jeweils geleisteten ehrenamtlichen Einsätze auch vergeben. Dieses wird von den Rettungsdienstorganisationen jedes Jahr ausgerichtet, und
ist eine gute Möglichkeit, denjenigen, die für 1.000, 2.000 und 3.000 Stunden ehrenamtlichen Dienste ausgezeichnet werden, einen besonderen Dank auszusprechen. Eine Anerkennungsprämie war dabei auch nie eine Forderung der im Rettungsdienst Tätigen gewesen, sondern die öffentliche Belobigung und das Auszeichnen ist eigentlich das, was gewünscht ist, und diesem kommt die Landesregierung nach. Frage 743, Frau Abgeordnete Löber. Ich frage die Landesregierung, welche Versäumnisse ihrerseits bei europäischen Schutzgebieten in Hessen, Natura 2000, führten zu der Beschwerde des Naturschutzbundes NABU Hessen bei der EU-Kommission. Frau Umweltministerin Hinz. Frau Abgeordnete Löber, aus Sicht der Landesregierung liegen keine derartigen Versäumnisse vor. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Löber. Was unternimmt die Landesregierung dann, damit sich die Situation der europäischen Schutzgebiete in Hessen wieder bessert und nicht mindestens den schlechten Stand von 2007 demnächst erreicht? Sehr geehrte Frau Löber, Hessen hat als zweites Bundesland in Deutschland die Maßnahmepläne für alle FFH-Gebiete abgeschlossen und kann sich nunmehr verstärkt der Umsetzung widmen. Seit 2014 wird an einer kontinuierlichen Verstärkung der Ressourcen gearbeitet. Nie zuvor standen so viele Mittel für den Naturschutz zur Verfügung. Zur Pflege und Erhaltung der Natura 2000-Gebiete wurden die Haushaltsmittel von 2,78 Millionen Euro in 2014 auf 4,25 Millionen in 2015 erhöht. Weitere Verstärkungen sind im Rahmen des Klimaschutzplans oder der Öffnung der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz für den Naturschutz konkret absehbar. Insofern sind wir auf gutem Weg, dass wir nicht nur das Verschlechterungsverbot einhalten, sondern auch zu Besserungen kommen. Eine weitere Zusatzfrage, Frau Abg. Löber. Gibt es weitere Klagen des Naturschutzbundes gegen die Landesregierung? Frau Staatsministerin Hinz. Das ist keine Klage, Frau Löber, wenn ich Sie da korrigieren darf, sondern der NABU hat bei der EU-Kommission eine Beschwerde eingelegt. Dabei handelt es sich nicht um ein förmliches Verfahren. Ob die Kommission die Beschwerde aufgreift und uns um nähere Informationen bittet, ist nicht absehbar. Bislang ist dieses noch nicht passiert. Jährlich gehen sehr viele Beschwerden in Brüssel ein, die zumeist nicht weiterverfolgt werden. Insofern warten wir jetzt erst einmal ab, ob überhaupt Informationsbedarf seitens der EU-Kommission besteht. Ich rufe die nächste Frage auf. Frau Abg. Löber, die 744, bitte schön. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Verschickung von Eintagsküken als Luftfracht über den Frankfurter Flughafen zu verhindern? Ist wieder Frau Ministerin Hinz. Frau Abg. Löber, die Landesregierung hat keine Möglichkeit, die Verschickung von Eintagsküken als Luftfracht über den Frankfurter Flughafen zu verhindern, da eine Rechtsgrundlage für ein diesbezügliches Verbot nicht existiert. Zudem würde ein Verzicht lediglich zu einer Verlagerung der Kükentransporte zu einer Abfertigung über andere Flughäfen führen, ohne dass es zu einer tatsächlichen Vermeidung der Transporte kommt. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Warum gab es keine Möglichkeit, Ende Januar 2017 die Eintagsküken am Frankfurter Flughafen am Leben zu erhalten und nicht zu töten? Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abg. Löber, Küken können maximal 72 Stunden von ihrem Dottersack leben. Danach müssen sie getränkt und gefüttert werden.
Über den Transport auf dem Luftweg sind in diesem Zeitraum alle relevanten Ziele auf der ganzen Welt zu erreichen. Somit ist der Lufttransport letztendlich die tierschutzgerechteste Transportform. In den letzten 9 Jahren gab es an der tierärztlichen Grenzschutzkontrolle am Frankfurter Flughafen lediglich 2 Sendungen mit Küken, welche zu einer Tötung der Tiere führten, 2008 und 2017. Dabei muss man wissen, dass im Jahr 2016 es 325 Sendungen mit ca. 4 Millionen Küken gab. Also das ist enorm. Das eine Mal 2008 war die Notwendigkeit der Tötung war die Ursache eine Aschewolke nach einer Vulkanexplosion in Island, an die sich vielleicht noch einige erinnern, die eine Landung verhinderte. Und jetzt neu, das war die ungeklärte Weigerung eines Drittlandes zur Aufnahme der angelieferten Eintagsküken, die dann auch nirgendwo weiter aufgenommen wurden. Das mag auch zurzeit mit der Geflügelpest zu tun gehabt haben, dass die weiter nicht aufgenommen wurden. Und da der Zeitraum schon sehr weit fortgeschritten war, war es aus Sicht der tierärztlichen Kontrolle und aus Tierschutzgesichtspunkten anscheinend besser, sie zu töten, als dass sie verhungern und verdursten, nachdem sie aus ihrem Dottersack sich nicht mehr ernähren konnten. Letzte Zusatzfrage, Frau Löber. So bin ich zu Ihnen, ja. Okay. Das sind eher Gründe, warum das Flugzeug am Frankfurter Flughafen angehalten hat und weniger Gründe für das Töten der Küken, was meine eigentliche Frage war. Warum war es nicht möglich, die Küken zu trinken zu geben, Wasser zu geben und zu füttern? Warum war aus Ihrer Sicht das Töten der einzige Grund, obwohl Sie eben ja auch sagten, dass ein Füttern und Tränken vielleicht ja auch möglich gewesen wäre? Frau Ministerin Hinz. Frau Abgeordnete Löber, das entscheidet nicht die Ministerin, sondern das entscheiden die Veterinäre vor Ort, ob es aus Tierschutzgesichtspunkten besser ist, die Tiere noch weiter leben zu lassen. Es macht aber nur Sinn, wenn es eine Abnahme voraussehbar gibt für diese vielen Eintagsküken. Ansonsten vegetieren sie noch eine Weile und sterben dann jämmerlicher. Und insofern ist es eine Abwägung von verschiedenen schlechten Alternativen. Das gebe ich ja gerne zu. Aber von den schlechten Alternativen wurde dann die bessere Variante wohl noch gewählt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Veterinäre am Frankfurter Flughafen sehr verantwortungsvoll damit umgehen. So, jetzt kommen wir zur Frage 745, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, beabsichtigt sie, die 46.000 Euro, welche eine Schule durch die Umwandlung einer Stelle in Geld erhalten kann, zu erhöhen? Herr Professor Dr. Lotz. Herr Abgeordneter Degen, wir werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung des nächsten Haushalts prüfen, ob und um wie viel der Betrag erhöht werden kann. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Wann wurden diese 46.000 Euro letztmalig erhöht? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen. Das müsste ich erst noch einmal in Erfahrung bringen. Okay, dann kommen wir zur Frage 746, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, entspricht es den Tatsachen, dass für die Leitung des staatlichen Schulamts Rheingau-Taunus-Wiesbaden 1,5 Jahre nach Ausschreibungsende eine weitere Bewerbung zugelassen wurde? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, es war nicht ganz 1,5 Jahre, aber im Grundsatz ist das richtig.
Ich darf dazu darauf hinweisen, dass nach der Rechtsprechung Bewerbungsfristen keine Ausschlussfristen sind, sondern sogenannte Ordnungsfristen. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 2012 entschieden, dass der Dienstherr nicht daran gehindert ist, die Suche nach dem am besten geeigneten Bewerber oder der am besten geeigneten Bewerberin auch nach Ablauf der Bewerbungsfrist fortzusetzen. Er ist sogar verpflichtet, nachträgliche Bewerbungen in ein Stellenbesetzungsverfahren einzubeziehen, wenn dies zu keiner nennenswerten Verzögerung des Verfahrens führt. Das wäre dann der Fall, wenn der Leistungsvergleich, dokumentiert im Auswahlbericht, bereits stattgefunden hätte. Das war aber vorliegend nicht der Fall. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Degen. Herr Kultusminister, ist Ihnen hier zufällig bekannt, ob es in diesen fast eineinhalb Jahren weitere Bewerbungen gab? Herr Kultusminister. Ja, Herr Abgeordneter, es gab insgesamt, also es gab noch zwei weitere Bewerbungen, die aber zurückgenommen wurden im Laufe des Verfahrens. Und das war auch der Grund, warum wir dann froh waren, dass nachträglich noch eine weitere Bewerbung einging. Und noch eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Degen. Herr Kultusminister, könnte es eventuell sein, dass die Leitung eines staatlichen Schulamts nicht als attraktiv gilt, wenn Sie so Schwierigkeiten haben, diese zu besetzen und froh sind, dass sich dann doch noch jemand meldet? Herr Kultusminister. Also, Herr Abgeordneter, wenn ich mir anschaue, wie viele dieser Leiterstellen in den letzten Jahren Gegenstand von Konkurrentenklageverfahren waren, habe ich nicht das Gefühl, dass die Attraktivität in irgendeiner Form gelitten hat. Ich rufe auf die Frage 748. Herr Abgeordneter Reul. Ich frage die Landesregierung, wie viel Kohlendioxid sparen die bislang fertiggestellten Baumaßnahmen des CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramms des Landes ein? Frau Staatssekretärin Finanzen, da ist. Herr Abgeordneter Reul, mit Stand Januar 2017 konnten 42 Eigenbaumaßnahmen im Rahmen des KOME-Programms fertiggestellt werden. Diese lassen eine CO2-Minderung in Höhe von ca. 46.231 Tonnen bezogen auf einen Betrachtungszeitraum von 30 Jahren erwarten. Eine Vielzahl weiterer Eigenbaumaßnahmen, ca. 22, sind derzeit im Bau. Außerdem sind Einsparungen in Höhe von ca. 48.479 Tonnen im Wege von Contracting mit privaten Partnern vereinbart. Unter Berücksichtigung aller im Rahmen dieses Programms durchgeführten Maßnahmen wird das Ziel, eine Einsparung in Höhe von 200.000 Tonnen zu erreichen, bestätigt. Das Programm ist aufgrund seiner ambitionierten energetischen Standards sowie seiner ausgewogenen Mischung aus Eigenbau, PPP und Contracting-Maßnahmen einzigartig und unterstützt das Projekt der CO2-neutralen Landesverwaltung. Ich rufe auf die Frage 749, Herr Abgeordneter Reul. Die Landesregierung, wie bewertet sie den Abschluss der Ziel- und Leistungsvereinbarung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst mit dem Hessischen Studentenwerken im Dezember 2016? Frau Staatssekretärin. Herr Staatsminister Rhein. Herr Abgeordneter Reul, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Studentenwerksgesetz ist im Jahre 2006 novelliert worden. Damit haben die Studentenwerke eine größere Autonomie erhalten. Mittlerweile unterstehen sie nur noch der Rechtsaufsicht, jedenfalls weitestgehend der Rechtsaufsicht des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Und das Studentenwerksgesetz sieht vor, dass das Ministerium mit den Studentenwerken Ziel- und Leistungsvereinbarungen schließt. Und dazu muss man natürlich auch sehen, die aktuelle Koalitionsvereinbarung, die folgende Formulierung enthält. Ich zitiere, die Finanzierung der hessischen Studentenwerke werden wir im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den Hessischen Hochschulpakt unter Beachtung der studentischen Beiträge weiterentwickeln. Und diese Vereinbarung zwischen den Koalitionspartnern ist es, die eine Mittelerhöhung für die Studentenwerke ab dem Haushaltsjahr 2015 ermöglicht hat. Im Haushaltsjahr 2015 um 2 Millionen Euro. Im Haushaltsjahr 2016 um weitere 0,3 Millionen Euro und insbesondere mit der Festschreibung der höheren Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes. Nach 10 Jahren der Autonomie
der Studentenwerke schafft diese erste Generation der Ziel- und Leistungsvereinbarungen eine gemeinsame und eine verlässliche Basis, um die gegenseitigen Verpflichtungen weiterentwickeln zu können. Das bedeutet, die Studentenwerke erhalten eine fünfjährige finanzielle Planungssicherheit bis zum Jahr 2020. Das entspricht auch dem Gedanken des Hochschulpaktes. Sie erhalten für den Zeitraum 2015 bis 2020 einen Mehrbetrag von 18,4 Millionen Euro beziehungsweise insgesamt rund 123,8 Millionen Euro Landesmittel. Das ist im Vergleich zum Haushalt 2014 eine Steigerung um 20%. Und die Studentenwerke erhalten im Bereich der Auftragsverwaltung eine Fallpauschale und im Übrigen eine höhere haushaltsrechtliche Flexibilität, weil sie Rücklagen bilden können. Und in der Sache enthalten die Zielvereinbarungen im Bereich des Zuschusses für die sozialen Belange eine Festschreibung eines parametergesteuerten Systems der Zuschussverteilung und eine Absicherung des Haushaltsansatzes in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes und in der Auftragsverwaltung erhalten Sie eine Umstellung der Finanzierung auf die Zahlung einer Fallpauschale, die Absicherung des Haushaltsansatzes in der mittelfristigen Finanzplanung und im Übrigen, und das halte ich für sehr wichtig, keine Spitzabrechnung mehr, sondern die Möglichkeit der Bildung einer zweckgebundenen Rücklage mit der Möglichkeit, eventuelle Überschüsse für die gesetzlichen Aufgaben verwenden zu dürfen. Sehr geehrter Abgeordneter, Sie haben mich gefragt nach meiner Bewertung. Die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und deswegen will ich Sie beantworten mit einem mit Dankeschön und Ausblick 2017 überschriebenen Brief des Geschäftsführers des Studentenwerkes Frankfurt, das ist Herr Zündorf. Dort heißt es, zunächst möchten wir Ihnen von zwei guten Nachrichten zum Jahresende 2016 berichten. Gemeinsam mit dem hessischen Wissenschaftsminister und allen fünf hessischen Studentenwerken konnte eine Zielvereinbarung abgeschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Diese ermöglicht uns unter anderem eine bessere Finanzierung der Mensa-Angebote und der BAföG-Verwaltung sowie höhere Planungssicherheit in den kommenden fünf Jahren. Besonders gefreut haben wir uns über die Wertschätzung, die das Land Hessen seinen Studentenwerken dabei und seinen in Anführungsstrichen natürlich entgegengebracht. Und dem kann ich mich vollinhaltlich anschließen. Zusatzfrage, Frau Abg. Wissler. Herr Minister, können Sie sagen, wie viel Prozent der Landeszuschuss an den Gesamteinnahmen der Studentenwerke ausmacht? Und halten Sie diesen Anteil für angemessen, auch angesichts der stark gestiegenen Studierendenzahlen in den letzten Jahren? Herr Staatsminister Rhein. Ja, das kann ich. Eigentlich wollte ich Ihnen die Gründungsgeschichte der Studentenwerke nicht nehmen dadurch, aber das muss dann jetzt doch sein, denn die Studentenwerke oder die Gründung der Studentenwerke reicht ja zurück in die Zeit unmittelbar nach dem Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg 1920. Sie sind als private Selbsthilfeeinrichtungen gegründet worden. Das muss man eben schon wissen, wenn man über die Studentenwerke diskutiert. Sie sind erst Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre dann in gemeinnützige Anstalten des öffentlichen Rechts umgewandelt worden. Und insoweit ist Hauptfinanzier nach wie vor nicht der Staat, sondern die Studierenden selbst. Im Jahr 2015 waren dies in Hessen rund 85% aller Einnahmen. Die restlichen 15% sind Landesmittel, wie gesagt, soziale Belange, Verwaltungskosten, BAföG und AFBG. Aber, das will ich schon noch hinzufügen, das Land unterstützt natürlich die Anstrengungen der Studentenwerke auch dabei, studentischen Wohnraum bereitzustellen. Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung resultieren bei der Kollegin Hinz. Es stellt den Studentenwerken, auch das darf man mal nicht unterschätzen, was das bedeutet, unentgeltlich die für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Landesimmobilien und Grundstücke zur Verfügung. Und deswegen bleibt unter dem Strich, ohne diese Leistungen des Landes müssten die Studentenwerke einen wesentlich höheren Aufwand finanzieren. Insofern mögen die Landesmittel zwar nicht den Hauptteil der Einnahmen ausmachen, sie sind aber für die Aufgabenbewältigung wichtig und unverzichtbar. Die prozentuale Verteilung habe ich Ihnen genannt, verehrte Frau Abgeordnete Wissler. Und dabei ist im Übrigen auch festzustellen, dass Hessen dabei immer über dem Bundesschnitt ist, was die Unterstützung und die Finanzierung der Studentenwerke betrifft. Zusatzfrage, Frau Abg. Dr. Sommer. Herr Minister, die hessischen Studentenwerke wünschen sich ja immer eine Dynamisierung der Mittel. Wie bildet sich denn diese jetzt bei diesen Zuschüssen ab?
Ist die bis 2020 integriert bzw. berücksichtigt? Herr Staatsminister Rhein. Wir haben mit den Ziel- und Leistungsvereinbarungen den Studentenwerken Planungssicherheit verschafft. Ich habe die Zahlen ja erwähnt. Und Planungssicherheit heißt, und das ist das erste Mal, dass es das in Hessen so gibt, dass wir sie in der mittelfristigen Finanzplanung abgesichert haben. Fünfjährige finanzielle Planungssicherheit. Und das bedeutet, dass wir eine Steigerung, und wenn Sie das als Dynamisierung sehen wollen, finde ich, dann sollten wir es gemeinsam als Dynamisierung sehen, Steigerung um 20%. Das, glaube ich, kann sich sehen lassen im Vergleich zum Haushalt 2014. Wenn das eine Dynamisierung ist, dann finde ich, ist das eine ziemlich gute Dynamisierung. Nein, Frau Kollegin, Sie sind nicht die Fragestellerin. Ich rufe auf die Frage 750, Herr Abgeordneter Hofmeister. Wo ist er? Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Beitrag des Erasmus- bzw. Erasmus-Plus-Programms der Europäischen Union, das vor 30 Jahren ins Leben gerufen wurde, zur Internationalisierung und Europäisierung der hessischen Hochschulen? Herr Staatsminister Rhein. Ja, verehrter Herr Abgeordneter Hofmeister, wenn Sie mich nach meiner Bewertung fragen, muss man wirklich sagen, dass Erasmus und natürlich auch Erasmus Plus eine echte Erfolgsgeschichte ist, weil es, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, die ich Ihnen gleich auch nennen werde, einen wirklich spürbaren, einen wesentlichen Beitrag zur Internationalisierung, natürlich auch zur Europäisierung der hessischen Hochschulen geleistet hat. Im Studienjahr 87-88, das betrifft jetzt die deutschlandweiten Zahlen, sprechen wir von 657 Erasmus-Teilnehmern, die einen Auslandsaufenthalt absolvieren. Und inzwischen liegt diese Zahl bundesweit bei fast 40.000 Studierenden, 40.000 Personen. Und die hessischen Zahlen will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Wir haben im Jahr 2007 1.989 Personen, die im Rahmen der Erasmus-Programme gefördert worden sind. Und jetzt haben wir im Jahre 2014 eine Zahl von 2.968 Personen, die im Rahmen dieser Programme gefördert werden. Damit steht Hessen auf Platz 4 der Bundesländer in Deutschland. Ich rufe keine weiteren Zusatzfragen. Ich rufe auch die Frage 751, Frau Abgeordnete Dorn. Ich frage die Landesregierung, wie viele Kommunen nutzen seit Beginn der Energieagenda 2015 das LED-Förderprogramm für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Dorn, LED-Straßenbeleuchtung führt zu einer hohen Energieeinsparung. Die Kommunen werden dadurch finanziell entlastet. Und außerdem liefern sie ein sehr anschauliches Beispiel für die Bürgerinnen und Bürger, um Energieeffizienz und die damit verbundenen Vorteile zu erleben. Wir hatten uns mit der Energieagenda 2015 das Ziel gesteckt, bis 2019 50.000 LED-Straßenleuchten in Hessen zu fördern. Das Ziel ist schon jetzt erreicht. Mittlerweile sind aus verschiedenen Programmen, die dazugekommen sind, unter anderem auch das KIPP, Fördermittel für ca. 60.000 LED-Straßenleuchten in mehr als 90 Kommunen bewilligt. Damit werden ungefähr 12% der hessischen Straßenleuchten in diesem und im nächsten Jahr auf LED umgerüstet. Wir haben unser Ziel aus dem Jahr 2015 also bereits mehr als erreicht. Die Bewilligungen verteilen sich auf verschiedene Förderprogramme. Mit dem kommunalen Investitionsprogramm KIPP werden 57 Kommunen bei der Umrüstung unterstützt. Das sind zwischen 37.000 und 44.000 LED-Straßenleuchten. Mit dem Förderprogramm des Energieministeriums im Rahmen der Energieagenda werden bisher 10 Kommunen gefördert. Das sind 9.000 Leuchten. Dann gibt es die Bundesförderung, von der derzeit 25 Kommunen profitieren. Das sind 7.000 bis 14.000 Leuchten. Zusätzlich zu der Förderung bietet Hessen den Kommunen ein umfangreiches, kostenloses Beratungsangebot, eine Planungshilfe zur LED-Straßenbeleuchtung und Informationsveranstaltungen und weitere öffentliche Bewerbung. Ich bin sicher, dass ohne diese Unterstützung die hessischen Kommunen die attraktiven Förderangebote des Bundes
und des Landes nicht im dargestellten Umfang in Anspruch genommen hätten. Wir werden sowohl die Landesförderung als auch das Beratungsangebot bis auf Weiteres aufrechterhalten. Keine Zusatzfragen? Dann rufe ich auch die Frage 752, Herr Kollege Gremmels. Ich frage die Landesregierung. Warum wurde zu der Übergabe des Billigungsbescheides an die Breitband Nordhessen GmbH am 17. Februar in Kassel die örtliche Europaabgeordnete nicht eingeladen, obwohl es sich bei den Fördergeldern in Höhe von 20 Millionen Euro ausschließlich um EU-Mittel handelte? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gremmels, das Breitbandausbauprojekt NGA Cluster Nordhessen wird durch die EU-Kommission als vorbildlich für den europäischen Breitbandausbau und zur Erreichung der EU-weiten Breitbandziele erachtet. Die EU-Kommission hat am 16.11.2015 in Brüssel den European Broadband Award an die Breitband Nordhessen GmbH als eines der Top 5 Projekte im EU-weiten Breitbandausbau und als bester Bewerbung in der Kategorie Cost Reduction and Co-Investment ausgezeichnet. Bei diesem Projekt haben alle Beteiligten ihre Kräfte in vorbildlicher Weise gebündelt sowie eine Menge Fleiß und außerordentliches Engagement eingebracht. Das gesamte Nordhessen-Cluster hat sich der herausfordernden Zukunftsaufgabe des Breitbandausbaus frühzeitig angenommen und stets beherzt angepackt. Die Übergabe des Förderbescheids über Mittel der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, kurz ELA, erfolgt in einem Rahmen, der für Bescheidübergaben durch Minister üblich ist. Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich mich da keinesfalls mit fremden Federn geschmückt habe. Ich habe die Presseerklärung von diesem Tag mir noch einmal angeschaut. Da kommt allein 7-mal das Wort ELA vor. Also wir haben nicht so getan, als seien es keine europäischen Gelder. Im Gegenteil, 7-mal. Dann kommt noch mehrmals vor die Kollegin Hinz, weil es sind, wenn wir ehrlich sind, ja Mittel, die vom Umweltministerium bewirtschaftet werden. Stichwort ländlicher Raum. Und ich habe zusätzlich noch einmal ausdrücklich, das sehen Sie am Ende der Presseerklärung, darauf hingewiesen, dass das ELA-Programm rund 651 Millionen Euro öffentliche Mittel umfasst, von denen 319 Millionen Euro von der EU kommen. Weil, das will ich ausdrücklich sagen, und das hat dankenswerterweise der Landrat Kubert bei dieser Veranstaltung auch noch einmal gesagt, man darf nicht immer nur darauf hinweisen, wenn im Zweifel oder vermeintlich von der EU etwas Böses kommt, man muss auch mal darauf hinweisen, wenn von der EU etwas Gutes kommt. Das haben wir getan. Wir haben zu dieser Bescheidübergabe, wie wir es immer tun, immer, die Landtagsfraktionen und einige weitere politische Akteure aus der Region über den Termin informiert. Europaabgeordnete haben wir nicht informiert, da uns bislang kein Interesse von Europaabgeordneten an derartigen Terminen bekannt war und uns eine Teilnahme von Europaabgeordneten an Bescheidübergaben durch den hessischen Wirtschaftsminister unwahrscheinlich erschien. Die Kollegin Martina Werner hat mir allerdings einen Brief geschrieben, dass sie von Ihnen darauf aufmerksam gemacht wurde. Und dementsprechend können wir zukünftig gerne bei der Übergabe europäischer Förderbescheide auch die Fraktionen im Europaparlament informieren. Das werden wir in Zukunft tun. Ich bin auf die Teilnahme gespannt. So, jetzt ist die Frage, Herr Kollege Gremmels, Sie haben eine Zusatzfrage. Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden und darf ich Ihren langen Monolog da so hingehend interpretieren, dass es Ihnen leid tut und Sie sich entschuldigen und künftig Besserung geloben? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Gremmels, wissen Sie, also wir haben, glaube ich, wenn ich Sie alle zusammenzähle, aus allen Parteien 7 Europaabgeordnete. Das ist, glaube ich, die Zahl. Ich will es vielleicht mal so sagen, es werden ja ziemlich viele Bescheide übergeben aus dem ELA, aus dem EFRE, aus dem ESF und. Wenn wir die jetzt zu allen Bescheidübergaben einladen, dann machen die sonst nichts anderes mehr. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die zwischen Brüssel, Straßburg und Berlin unterwegs sind. Aber wie gesagt, wir werden sie in Zukunft auch einladen und ich bin dann froh, wenn sie kommen.
Was gucken. Zusatzfrage, Frau Kollegin Beer. Wir müssten mir Saft geben. Jetzt geht's. Herr Minister, heißt das, wenn Sie glauben, dass die Europaabgeordneten mit der Wahrnehmung dieser Termine überfordert sind, dass Sie wenigstens die Informationen weitergeben über die Förderprojekte, die hier in Hessen passieren, sodass die örtlichen Abgeordneten auch über derartige Abläufe informiert sind? Haben Sie das bereits in die Wege geleitet? Herr Staatsminister. Also, Frau Beer, Sie waren ja mal Europastaatssekretärin, deswegen wundert mich Ihre Frage. Ich will es vielleicht mal so ausdrücken. Natürlich ist doch klar, dass bekannt ist, in welche Bereiche diese Mittel gehen. Da gibt es ja sogar Veranstaltungen im Vorfeld von Förderperioden und sogar Veranstaltungen zum Abschluss von Förderperioden. Nochmal, ich freue mich über jeden Abgeordneten, der solche Veranstaltungen besucht. Wir werden Sie in Zukunft einladen. Ich bin gespannt. Herr Kollege Gremmels, Zusatzfrage. Herr Minister, können Sie denn einen Unterschied machen, ob es um ein Projekt geht, was mit 10.000 oder 20.000 Euro kofinanziert wird von der EU, oder ein Projekt, wo es um 20 Millionen Euro geht, was für die gesamte Region von Bedeutung ist und man mit einem E-Mail-Verteiler kostenfrei und ohne große Mühe einfach die Leute mitinformieren kann? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Gremmels, entschuldige, aber wo ziehe ich denn da die Grenze? Es kann ja durchaus sein, Herr Gremmels, es kann ja durchaus sein, dass bestimmte Projekte einer bestimmten Person besonders wichtig sind, aber es sich um eine Fördersumme von 20.000 Euro handelt. Also entweder kriegen Sie eine Einladung zu allem, das machen wir jetzt, und dann bin ich gespannt, ob Sie kommen. So, jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage für einen Nichtfragesteller, das ist der Kollege Merz, und dann gehen wir weiter. Angesichts der Tatsache, dass jeder Landtagsabgeordnete gefühlte 200 Förderbescheide des Landes in der Größenordnung zwischen 100 und mehreren Millionen Euro bekommt, jeder Landtagsabgeordnete, ich zum Beispiel habe eben gerade 5 hier in einem nicht ganz so hohen Stapel, ist es Ihnen vielleicht einsichtig, dass es nicht blöd wäre, die Europaabgeordneten in ähnlicher Weise zu informieren darüber, was mit dem Haushalt der Europäischen Union in der Region geschieht? Herr Staatsminister Al-Wazir. Zum vierten Mal, Herr Merz, das ist kein Problem. Ich frage mich, was Sie haben. Meine Damen und Herren, keine weiteren Fragen dazu. Ich rufe zu was bitte? Die machen Sie. Wir dürfen zur nächsten Frage kommen. Das ist die Frage 753. Die stellt für Herrn Kollegen Quanz der Kollege Degen. Bitte schön, Herr Degen. Ich frage die Landesregierung, welche Antworten gibt sie auf die zahlreichen Kritiken aus dem Bereich der Lehrerschaft, dass viel zu wenig Mittel für die Fortbildung aller Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen, um diese gezielt bei der Einführung der Kerncurricula in allen wesentlichen Fächern zu unterstützen und zu fördern? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, das Kultusministerium unterstützt die Implementierung der Kerncurricula mit einem umfassenden Fortbildungsangebot. Vom 1. Januar 2011, das ist das Jahr des Inkrafttretens der Kerncurricula für die Primarstufe und die Sekundarstufe 1, bis heute, also Stand 6. März 2017, wurden 1.900 Veranstaltungen unter dem Stichwort Kerncurriculum angeboten. Die Fortbildungen behandeln in unterschiedlicher Akzentuierung die ineinandergreifenden Themen Kerncurriculum und Kompetenzorientierung. Zu dem genannten Thema sind darüber hinaus noch 183 zusätzliche Veranstaltungen in Planung. Bei einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 15 Lehrkräften pro Veranstaltung kann man also sagen, dass fast 30.000 unserer Lehrkräfte mittlerweile an Veranstaltungen zum Thema Kerncurricula teilgenommen haben. Seit diesem Schuljahr wurde das neue Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe, beginnend mit der Einführungsphase, an den hessischen Schulen mit gymnasialer Oberstufe eingeführt. Mit seiner Inkraftsetzung liegen nunmehr kompetenzorientierte Kerncurricula für die allgemeinbildenden Bildungsgänge aller Fächer
von der ersten Klasse der Primarstufe bis zur Abiturprüfung vor. Das Kerncurriculum enthält neben den Kompetenzbeschreibungen auch den inhaltlichen Kern des Unterrichts. Dadurch ist gewährleistet, dass die Kerncurricula für die gymnasiale Oberstufe unmittelbar in der unterrichtlichen Praxis eingesetzt werden können. Ein eigenes Schulcurriculum muss nicht erstellt werden. Flankierend hat die Hessische Lehrkräfteakademie mit Blick auf das Landesabitur und die neuen Aufgabenformate ein Fortbildungsangebot entwickelt, das hessenweit seit diesem Schuljahr 2016/17 umgesetzt wird. In jedem Schulamtsverbund finden in diesem Schuljahr 2016/17 in den Fächern mit den meisten Abiturprüfungen, das ist Deutsch, Englisch, Geschichte, Politik und Wirtschaft, Mathematik und Biologie, je 16 Fortbildungen statt, sodass pro Verbund und Fach ca. 320 Lehrkräfte fortgebildet werden. Das sind landesweit pro Fach 1280 Lehrkräfte nur in diesem Schuljahr. Damit ist es dem allergrößten Teil der in der Sekundarstufe 2 unterrichtenden Lehrkräfte möglich, in diesem Schuljahr eine Fortbildung zur Implementierung der Kerncurricula für die gymnasiale Oberstufe zu besuchen. In allen anderen Fächern werden die Lehrkräfte durch Begleitmaterial unterstützt, das auf der Internetseite des Kultusministeriums bereitgestellt wird. Herr Abgeordneter, ich will ganz ehrlich sagen, angesichts dieser Masse von Veranstaltungen und Teilnahmen ist es mir ein Rätsel, wie man eine Kritik äußern kann, dass ja viel zu wenig Mittel für die Fortbildung unserer Lehrkräfte aufgewendet würden. Okay. Ich rufe auf die Frage 754, Frau Abgeordnete Ypsilanti. Ich frage die Landesregierung, gibt es Bestrebungen, das 7. Polizeirevier in Frankfurt-Felschenheim zu schließen oder zu verlegen? Herr Innenminister Beuth. Frau Abgeordnete Ypsilanti, nein, diese Überlegung gibt es nicht. Frau Kollegin Ypsilanti, eine Zusatzfrage. Auf welchen Teil bezieht sich Ihr Nein? Auf das Verlegen oder Schließen? Und auf welchen Zeitraum bezieht sich Ihr Nein? Auf jetzt, mittelfristig oder langfristig? Herr Innenminister. Frau Abgeordnete, im Moment gibt es keine Bestrebungen, das 7. Polizeirevier in Frankfurt-Fechenheim zu schließen oder zu verlegen. Für alle Zeiten kann ich hier keine Antworten geben, aber derweil gibt es keine solchen Überlegungen. Weitere Zusatzfrage, Frau Ypsilanti. Herr Minister, sind Ihnen die schwierigen personellen und räumlichen Bedingungen bekannt, unter denen die Polizistinnen und Polizisten in Fechenheim ihren Dienst verrichten müssen? Und gibt es Bestrebungen daran, etwas zu ändern? Herr Innenminister Beuth. Soweit wir Verbesserungen dort herbeiführen können, wollen wir das gerne prüfen. Die Frage, die Sie gestellt haben, bezog sich aber auf die Frage, ob geschlossen wird oder verlegt wird. Im Moment sind derzeit keine Überlegungen, die wir dort anstellen. Frage 755, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen. Stimmt sie der Nachrechnung zu, wonach die Behauptung, die Forderung der Gewerkschaft Verdi nach einer 6-prozentigen Lohnerhöhung für gut 45.000 Tarifbeschäftigte das Land Hessen 1 Milliarde € koste, bedeutete, dass im Durchschnitt Tarifbeschäftigte gut 370.000 Euro im öffentlichen Dienst verdienen und somit bei 6-prozentiger Erhöhung mit rund 20.000 Zuwachs im Jahr 2017 zu rechnen haben werden? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter Warnecke, Die Nachrechnung trifft nicht zu. Rund 1 Milliarde € hätte das gesamte Forderungspaket der Gewerkschaften im Rahmen der Entgeltrunde 2017 gekostet, das neben einer 6-prozentigen Gehaltserhöhung im Tarif- und Beamtenbereich, das heißt, Beamtenbereich sind nicht nur die Beamtinnen und Beamte, sondern auch die Versorgungsempfänger, und anderen strukturellen Forderungen im Tarifbereich, auch die Verkürzung der Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten auf eine einheitliche 40-Stunden-Woche sowie die rückwirkende Einkommenserhöhung im Beamtenbereich um 3,5% ab dem 01.07.2016 beinhaltet hat. Wenn alle diese Forderungen, die gestellt worden sind, zusammengerechnet, kommt man auf ungefähr 1 Milliarde €. Zusatzfrage, Herr Warnecke. Ich
Herr Staatsminister Beuth, habe ich Sie richtig verstanden, dass bei den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi, auf der ich abgestellt hatte, gleichzeitig die entsprechenden Erhöhungen der Gehälter der Beamten verhandelt wurden? Herr Abgeordneter Warnecke, Sie hätten mich, wenn Sie das unterstellen, falsch verstanden. Es ist so, dass in der Tarifrunde selbstverständlich die Gewerkschaften auch Forderungen erhoben haben, dass eine Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten erfolgen soll. Und es ist die Forderung erhoben worden, dass es rückwirkend für die Beamtinnen und Beamten ebenfalls gelten möge. Und das alles zusammengerechnet, das war sozusagen eine Forderung, die im Rahmen der Pressekonferenz oder des Pressestatements vor dem ersten Tarifgespräch noch einmal aufgestellt oder unterstrichen worden ist. Das alles zusammengerechnet, kommt man auf ungefähr 1 Milliarde. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schmidt. Wie teuer ist denn nun das Tarifergebnis für das Jahr 2017 und die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten? Und wie wird es denn finanziert? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter Schmidt, hab die Zahl im Moment nicht im Kopf. Es ist ein wesentlicher Teil selbstverständlich im Haushalt finanziert. Aber es ist so, dass wir bei einer Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten, dass selbstverständlich im Haushalt noch weitere Vorsorge getroffen werden muss, um das entsprechend zu finanzieren. Herr Kollege, Sie sind nicht Fragesteller. Fragesteller ist Herr Kollege Warnecke. Herr Kollege Warnecke, dann noch einmal. Ich darf gerne den Hinweis, Herr Staatsminister Beuth, aufgreifen, die Frage zu stellen, ob dafür die Rücklage oder an die Rücklagen des Landes Hessen gegangen werden muss, um dieses Tarifergebnis umsetzen zu können. Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, sozusagen an welcher Stelle die entsprechende Vorsorge durch das Finanzministerium getroffen wird. Aber ich gehe davon aus, dass wir das entsprechende Ergebnis, was wir erzielt haben bei dem Tarif, sowie die Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten geordnet finanziert bekommen aus unserem Haushalt. Ich rufe auf die Frage 756, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie stellt sie sicher, dass die sich in einem sehr schlechten Zustand befindenden Landesstraßen, immerhin über ein Fünftel des 7.000 Kilometer langen Landesstraßennetzes, bis 2022 grundhaft saniert werden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, als Reaktion auf den teilweise sehr schlechten Zustand der Landesstraßen hat die Landesregierung die Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 gestartet. Wir folgen dabei konsequent dem Grundsatz Sanierung vor Neubau. Die Landesregierung hat die zur Verfügung stehenden Mittel gebündelt und will bis zum Jahr 2022 rund 385 Millionen Euro in rund 540 Einzelbaumaßnahmen investieren. Dabei wollen wir die zur Verfügung stehenden Gelder dorthin leiten, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die Sanierungsoffensive ist mittlerweile erfolgreich gestartet. Im Jahr 2016 konnten bereits annähernd 100 Projekte in die Umsetzung gehen. Der Erhaltungsanteil im Landesstraßenbauhaushalt konnte von knapp 72% im Jahr 2014 auf über 77% im Jahr 2016 gesteigert werden. Allerdings ist völlig klar, dass ein über Jahrzehnte aufgelaufener Sanierungsstau auch nicht bis 2022 komplett abgearbeitet ist. Insofern, die Aufgabe ist groß und wir arbeiten dran. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Herr Staatsminister Al-Wazir, können Sie denn näherungsweise aussagen, wie groß das Volumen der mit 385 Millionen Euro insgesamt Programmmittel, wie groß das Volumen der sanierten Straßen dann aussieht in Kilometern? Herr Minister Al-Wazir. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Gedächtnis nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir relativ bald die Ergebnisse der Straßenzustandserfassung auch veröffentlichen werden, die ja
in regelmäßigen Abständen gemacht wird und dann dementsprechend auch klar ist, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Natürlich ist klar, dass Straßen, die in einem sehr schlechten Zustand sind und saniert werden, dann in einen guten Zustand kommen. Gleichzeitig gibt es Straßen, die werden schlechter und deswegen wird man in aller Regel, und deswegen gibt es ja die Straßenzustandserfassung, die unterschiedlichen Kategorien, sehr schlecht, schlecht und so weiter, an dieser Stelle so veröffentlichen. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister Al-Wazir, können wir davon als Abgeordnete ausgehen, dass bei der Formulierung Sanierung vor Neubau damit zu rechnen sein wird, dass wir ein zusätzliches Sanierungsstraßenbauprogramm vor der Landtagswahl erhalten werden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Das entscheidet der Hessische Landtag. Ich rufe auf die Frage 757, Abg. Franz. Ich frage die Landesregierung. Wie ist der aktuelle Stand der Bauplanung bzw. der Bauausführung des Neubaus des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums in Marburg-Kappel? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, der Neubau des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums soll gemeinsam mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Marburg-Kappel auf dem jetzigen Grundstück erfolgen. Um Planungsideen und Entwurfsvarianten finden zu können, wurde am 29. September 2015 ein sogenannter Realisierungswettbewerb unter Federführung der Universitätsstadt Marburg mit Beteiligung des Hessischen Innenministeriums, des Landesfeuerwehrverbandes Hessen, der Hessischen Jugendfeuerwehr, benannten Facharchitekten und des Landesbetriebs Bau und Immobilien durchgeführt. Nach dem am 19. April 2016 stattgefundenen Verhandlungsverfahren zur Vergabe der Projektsteuerungsleistung für den Neubau des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums wurde aufgrund eines Einspruchs eines Bewerbers ein Vergabeverfahren eingeleitet. Die Vergabekammer Darmstadt hat ihre Entscheidung nach mehrfachen Terminverschiebungen am 31. Januar 2017 getroffen. Die Vergabekammer sieht in dem von der Preisgerichtssitzung des Architekten Wettbewerbs abweichenden Ergebnis im nachgeschalteten Auswahlverfahren einen unzulässigen Verfahrensverstoß und vertritt die Ansicht, dass dem Erstplatzierten des Architektenwettbewerbs der Planungsauftrag hätte erteilt werden müssen. Da die Entscheidung grundsätzliche Wirkung auf alle zukünftigen gleichartigen Wettbewerbe hätte, ist vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Beschwerde gegen die Entscheidung der Vergabekammer eingelegt worden. Die erste Anhörung war am heutigen Tag. Ich habe noch keinen aktuellen Bericht. Dieses neue Verfahren könnte aufgrund der mehrfachen Verschiebung des bisherigen Verhandlungsverfahrens um bislang ca. 8 Monate zu einer weiteren Verzögerung des Projektes von voraussichtlich bis zu einem Jahr führen. Um die Verzögerung des Projektablaufs zu minimieren, wurden zwischenzeitlich weitere Vergabeverfahren vorangetrieben. Jedoch konnten wegen des ausstehenden Ergebnisses des Vergabekammerverfahrens keine Aufträge erteilt werden. Inwieweit diese Verfahrensergebnisse jetzt umgesetzt werden können, wird derzeit geprüft. Die Mittel für den Bau des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums stehen aus der Feuerschutzsteuer uneingeschränkt zur Verfügung. Vielen Dank. Ich rufe auf. Wer hat die Zusatzfrage? Der Franz. Herr Kollege Franz, bitte schön. Aus den Reihen des Landesfeuerwehrverbandes hat mich eine Information erreicht, dass sogenannte Übergangslösungen im Gespräch wären. Ist dies so? Weil Sie ja eben selber formuliert haben, dass sich der Bau ja aufgrund der entsprechenden Vergabesituation ja doch verzögern wird. Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, derzeit wird auch eine mögliche Nutzung der Gebäude der ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung der Flüchtlingsunterkunft in Marburg-Kappel geprüft, die sich erst kürzlich als weitere Alternative ergeben hat. Hierzu hat am 6. Februar ein Ortstermin mit Vertretern des Finanzministeriums, des Landesfeuerwehrverbandes, der Jugendfeuerwehr und von LBIH stattgefunden.
Beide Interessenverbände der Feuerwehren beurteilen diese Vorhaben grundsätzlich positiv. Nur wenn sowohl zeitlich als auch finanzielle Vorteile gegeben sind, soll hierzu eine abschließende Entscheidung herbeigeführt werden. Ich rufe auf die Frage 758, Abg. Lenders. Wo ist er? Sein Platz ist er. Genau. Ich frage die Landesregierung, unter welchen Voraussetzungen ist es möglich, dass die Gemeinde Hohenroda auf den Hinweisschildern entlang der Autobahn A4 erwähnt werden kann? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Lenders, Ausfahrtsziele an Autobahnen werden auf Grundlage der Richtlinie für die wegweisende Beschilderung an Autobahnen, gibt es wirklich, die sogenannte RWBA 2000, ausgewählt. In der Regel sind nur zwei Ziele anzugeben, ein benachbartes Ziel links und ein solches rechts der Autobahn. Das durchzuführende Abstimmungsverfahren zur Festlegung der Ausfahrtsziele wird im Allgemeinen von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde in Abstimmung mit dem Hessischen Verkehrsministerium und den zuständigen Landkreisen geregelt. Die Wahl der Zielangaben und Knotenbezeichnungen dient der Orientierung im Netz, der Wegfindung sowie der Standortbestimmung. Die Zielauswahl erfolgt dabei ausschließlich nach verkehrlichen Erfordernissen und unterliegt stets der Maßgabe, informations- und beschilderungstechnisch so wenige Zielangaben wie möglich und so viele wie nötig, jedoch höchstens 4 zu machen. Im vorliegenden Fall werden Friedewald als benachbartes Ziel und Philippsthal als Zwischenziel der B62 ausgewiesen. Diese sind direkt über die von der Autobahn abgehende B62 erreichbar. Zwischen der Autobahn und Hohenroda liegen hingegen mindestens 2 Straßen. Zusatzfrage, Herr Kollege Lenders, bitte schön. Herr Staatsminister, würden Sie denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer fachlichen Sicht und aus Ihren Ortskenntnissen heraus es für nötig halten, dass dann auch die Gemeinde Hohenroda dort erwähnt wird? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich will es mal so ausdrücken. Wir haben 426 Städte und Gemeinden in Hessen. Die würden gerne alle auch am Autobahnschild genannt sein. Das geht aber nicht. Ich habe ja gesagt, in aller Regel 2 bis höchstens 4 Bezeichnungen. Alles andere führt zu einer schlechteren Lesbarkeit, zu einer längeren Ablenkung der Autofahrerinnen und Autofahrer, weil sie schlicht länger aufs Schild gucken und ist dementsprechend aus vielerlei Gründen nicht sinnvoll. Deswegen fürchte ich, dass man dem Anliegen der Gemeinde Hohenroda, so es bestehen sollte, nicht wird nachkommen können. Vielen Dank. Ich schließe die Fragestunde für heute. Ich will einige geschäftsordnungsleitende Dinge machen mit Ihnen. Eingegangen auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025 konsequent für den Klimaschutz und im Einklang zwischen Ökologie und Ökonomie, Drucksache 19/4701, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird das Top 54 und wir können es mit Top 2 aufrufen. Kein Widerspruch, dann verfahren wir so. Es liegt Ihnen vor ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Informationsfreiheit gewährleisten und Datenschutz sichern, Drucksache 19/4702. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 55 und das kann auch mit Top 22 aufgerufen werden. Auch da gibt es keinen Widerspruch. So ist das auf die Tagesordnung entsprechend aufgenommen. Bitte?